Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hotel Renovator, jawohl. Und wir sind hier immer noch in dem Hotelzimmer, was wir hier für den Herrn Romanescu vorbereiten sollen. Und wir müssen hier noch ein paar Accessoires. Moment, halt, stopp. Bevor wir hier wieder die Zeit hochdrehen, ein paar Accessoires kaufen. Na. So, okay, und quasi brauchen wir Möbel und dann brauchen wir hier sowas. So, was haben wir denn da? Ein Tisch, runden Tisch, eckigen Tisch, Tische, Tische, Tische. Der will ja was Dunkles haben, ne? Können wir ja schlecht hier so einen hellen Tisch auffahren. Okay, die sind alle noch gesperrt. Boah, Alter, Schwede, das ist echt nicht. Warte mal, nimm den hier. Das ist echt nicht einfach, ne? Dem hier das so hinzubasteln, wie er es haben will. Ich bastel das jetzt einfach mal hier hin, weil ich noch nicht weiß, was wir da brauchen. So, Stühle brauchen wir auf jeden Fall. Da passt natürlich auch nichts Farbiges rein. So rustikal, ne, boah, ne, geht gar nicht. Kann man die eigentlich bearbeiten? Ja, da kann man. Okay, wir könnten die halt, die sind schon wieder gesperrt. Wir können die bearbeiten. Dann, boah, was nehmen wir denn da? Sowas? Ja, könnte. Moment. Hier so in Grau. Why not? Warte mal, vielleicht noch ein bisschen dunkler. So in dem Grau. Einmal. Zweimal. Ja gut, das reicht eigentlich schon, aber... Weil wir es können, setzen wir mal 4 hin. Ja toll, danke. Naja, ist ja irgendwie eine Sitzecke, was weiß ich, was das hier darstellen soll. So, Hammer. Dann brauchen wir ein Sofa. Okay. Die Wände laden jetzt nicht wirklich dazu ein, hier irgendwie sich hinzuflitzen, ne? Das hier wäre nicht schlecht. Wenn man das hier so hinpackt. In einem anderen Ton. So ungefähr. Ballern wir mal dahin. Ja, wir könnten den Tisch theoretisch. Na, was heißt theoretisch? Dann können wir auf jeden Fall mal. Was? Bearbeiten? Hey! Ich will den nicht verticken! Ich will den nur antippen. Hä? Moment. Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Na, ist egal. Lass mal erstmal. Was soll's? So, einen Tisch brauchen wir noch. Achso, einen kleinen Beistelltisch hier für die Couch am besten. Was nehmen wir da? Ja, hier sowas Kleines, ne? Würde ich sagen. Hier sowas. So ist doch schön. Bams, Hammer. Dann noch ein Sessel. Passt der? Was haben wir denn hier alles? Boah, voll abgedrehte Sessel. Hier sowas wäre nicht schlecht. Bearbeiten. Der für ein Muster. Das hier, ne? Ja, das würde passen. Nein. Kaufen. Ah, verdammt. Halte zum Verkaufen. Ich will den aber nicht verkaufen. Ich will den ja dahinstellen. Warum kann ich ihn jetzt nicht aufheben?
Ah, okay, Moment. Nee. Ich würde den gerne drehen. Ja, genau, so. Okay, warte mal, dann stellen wir den jetzt mal hier hin. Oder auch nicht. Hallo? Was? Ach Mann, ey, wie geht denn das? Ach, scheiß drauf. Ist egal. Warum, jetzt mal im Ernst, warum geht das nicht? So voll dumm. Egal. Nee, da will ich nicht hin. So, Möbel. Wir brauchen was noch? Schrank. Der kommt aber hier hin, ne? Mal gucken, was wir da hinballern. Voll die Teile hier. Eigentlich bräuchte der ja noch einen Schrank im Schlafzimmer, ne? Aber, ach, scheiß drauf. Die sehen auch nicht so hitverdächtig aus. Ich würd den hier noch nehmen. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Da. Hier so im Dunkeln. Hammer. Und dann brauchen wir noch Regale. Natürlich. Was nehmen wir da? Wo hängen wir das überhaupt hin? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen hier. Oder? So? Ja, warum nicht? Zack. Achso, zwei Stück. Hängen wir hier auch noch eins hin. Jawohl. Alter Schwede. Okay, weiter geht's im Badezimmer. Toll. Ja, wie kann ich das jetzt hier wieder aufheben? Der sagt mir hier R2. Also wenn ich R2 antippe, passiert gar nichts. Und wenn ich es gedrückt halte, vertickt er die Geschichte. Wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, kann ich es zwar hin nehmen, R2. Und hier kann ich gar nichts machen. Was? Also irgendwie weird, irgendwie komisch. Weiß jetzt auch nicht, was das sein soll. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwas zu sagen, ich weiß es nicht. So, jetzt dieses abgedrehte Spacey Tracy Badezimmer. Jetzt ist die Frage, wo baller mal was hin? Was will denn der überhaupt alles haben? Eine Toilette, ein Waschbecken, ne, was ist das? Eine Badewanne. Okay. Baden würde ich hier in der Ecke. Was haben wir denn da? Dreh das mal. Ihr hattet mir auch. Ja, wo war denn das? Das sind voll klein, die Badewannen, ne? Ich würde hier so eine abgespacete nehmen und dann aber in einer anderen Farbe. Irgendwas Dunkles. Was es natürlich wieder nicht gibt, ne? Ah, hier so sowas. Ja, warum nicht? Einfach mal so machen. So, dann brauchen wir was? Kloschüssel. Ballern wir die denn hin? Warte mal, man kommt da rein, man kommt da rein. Das ist natürlich nicht so geil, wenn du dann direkt beim Kacken gesehen wirst. Will ich hier hin ballern, aber jetzt die Frage, welche? Hier sowas? Nee, lieber sowas, ne? Ja, so geht eigentlich. Zack, haben wir. Waschbecken, Waschtisch bräuchten wir. Würde ich dann hier irgendwo hin ballern. Sind auch alle irgendwie nicht so geil von der Optik her, ne?
Aber warum nicht so? Könnte man machen, ne? Passt. So, dann haben wir hier einen Badezimmerschrank. Der wäre so als Abtrennung hier eigentlich ganz schlecht. Hier sowas in die Richtung. Oder, ne, eher sowas Kleines, oder? Hoppala, Entschuldigung. Hier so. Und dann aber in so einem dunklen Ton wieder. Ja, kann man machen, ne? So, was will der noch haben? Moment. Was ist denn das? Badezimmerschränkchen. Okay, alles klar. Gute Frage, nächste Frage. Da will er zwei Stück von haben. Das ist alles zu groß. Das passt da nicht hin. Ja, wow. Also die sind ja schon anders nervig. Weil hier so würde. Nee. Hier so was Kleines. Das würde da hingehen. Könnte man auch so machen. Ah, Mann. Nein. Warte mal, so und dann. Ach komm, ey. So in die Richtung. Ja, könnte man machen. Und dann stellen wir das andere. Genau so dahin. Perfekt. Läuft doch. So, Moment. Jetzt will er, was ist das denn für ein Zeichen? Und das erste war es für Badezimmerwand. Ah ja, okay. Achso, eine Heizung. Was ist das? Klopapierhalter. Finde ich nicht verkehrt. Ich glaube, Klopapierhalter kann. Die Wand ist irgendwie crazy, ne? Die Wand ist echt irgendwie. Was ist das denn? Becherhalter, Handtuchhalter, Badezimmergriff, Klopapierhalter. Ein Handtuchhalter, ja, auch nicht verkehrt. Gut, Hammer. Wobei hier auch sowas hin könnte, ne? Was ist das denn jetzt hier? Noch mehr Handtuchhalter. Aber hier könnte noch irgendwo eine Heizung hin, ne? So hier. So, passt. So, und dann brauchen wir noch, was ist das? Badezimmer-Accessoires? Zahnpaste, was ist denn da? Was will denn der? Handtuch? Handtuch. Okay, kann man so machen. So, legen wir mal ein Handtuch dahin. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Handtücher. Kleinen Mülleimer ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Wo würden wir den denn hinballern? Was ist das denn hier? Creme, okay. Flaschen, Flaschen, Flüssig, Zahnputzbecher, Klobürste. Eine Klobürste ist auch nicht verkehrt. So, okay, sehr schön. Dekoratives Design. Was soll denn dann noch alles rein? Alter Schwede, ist ja voll übel. Aber das Bad sieht schon mal ganz geil aus, glaube ich. Ey, ich will da rein. Ja, okay, die Wände sind schon ein bisschen creepy, ne? Also die Wände sind schon echt hardcore. Aber warum nicht? Einfach mal ausprobieren. So, Moment. Decken, Wände, Böden, Möbel, Möbel. So, wo haben wir denn jetzt hier dieses dekorative Design? Besonderes Aufkleber, was sind das für ein Zeichen? Deko. Deko.
Orangenes Buch, gelbes Buch, Marinebuch, Alter, nur Bücher. Okay, eine Buchsammlung. Ja, Buchsammlung ist okay. Können wir mal hier drauf ballern. Zack, haben wir schon mal eins. Vier Sachen will er haben. Was ist das? Einzelne Kerze, Würfelkürze, Kerzenständer. Den könnten wir hier auf den Tisch ballern. Ja, passt. So, was haben wir noch? Jede Menge Massigkerzen, noch mehr Kerzen. Hier irgendwie so eine komische Statue. Hier so ein Buddha. Den ballern wir mal hier in den Schrank. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas. Oh, hier so ein Herzchen. Bams, Deko. So, Hammer. Dann Wanddeko. Ah ja, okay. Hier so ein paar Bilder noch. Und da wollte der ja was. Der will ja dunkel, ne? Aber was? Naja, so eine Leuchtreklame wird wohl wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Wie viel will der denn davon haben? Jo. Alles klar. So eine Netzdeko hier beim Tisch vielleicht. Ja, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir ballern das einfach da an die Wand. So, hier könnte auch noch irgendwas hin. Der will ja keine Spiegel oder irgendwie so Kram haben, also von daher. So, Pflanze. Eine. Was haben wir denn hier? Hier so was Kleines, so Kaktus in die Ecke. Kann man den Topf bearbeiten? Ah, oh, nee. Ah, jetzt habe ich den schon wieder. Verdammt. Ändern? Nee. Wählen? Nein. Wenn ich ihn jetzt nehme, ne? Ja, vertickt er den. Das ist so dumm. Also das ist echt dämlich. Na gut, egal. So, dann brauchen wir noch eine Lampe. So eine schöne Stehlampe oder so ist, wenn nicht schlecht. Was haben wir da? Wow. Ah, die sieht ganz geil aus hier in der Ecke. Bams, nehmen wir. Will aber auch direkt zwei von haben. Warum nicht? Kloppen wir einfach hier eine in den Flur, hier in die Ecke. So, als Willkommens, hast du nicht gesehen, keine Ahnung was. Wandlampen will er auch. Da würde ich sagen, machen wir hier irgendwie was über die Bett. Geschichte hier. Aber was? Hier sowas. Fällt kaum auf, ne? Einmal. Und zweimal. Sehr schön. So, und dann brauchen wir noch eine Deckenleuchte. Ah, da muss aber auch irgendwie was Klassisches jetzt hier an den Start. Wie viel will er? Zwei? Sowas? Ist nicht klassisch genug, ne? Hier, sowas. Ja, so Kerzen. Ein hier. Und. Ein hier, jawohl, sehr schön. Freunde, wir haben es endlich geschafft, das hier einzurichten. Ja, gut, sieht ein bisschen weird aus, wie auch immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich den Tisch jetzt hier verschieben kann. Ich hätte den Tisch lieber weiter da drüben, den Sessel lieber da, aber ist egal jetzt.
So, Buchruhm 103, Zimmer 103. Abschließen. Viereck. Jawohl. Zimmer reservieren. Ist okay, oder? Nächstes Foto. Guck mal, wie es vorher aussah, dann gucken wir, wie es jetzt aussieht. Also von daher, Bams. Geh in den Keller. $200 der Tag, guck an. So, jetzt gehen wir erstmal hier fegen. Alter, hier sieht schon wieder aus, ne? Hallo? Ich brauche mein Fegemittel. So. Das haben wir schon mal sauber. Ah, ich will hier raus. Wo ist das Bett? Hallo. Okay, das sieht gut aus. So, dann wollen wir in den Keller. Keine Ahnung. Geh in den Keller. Wir gehen erstmal ins Erdgeschoss. Das dauert immer ewig, ne? Ja, aber endlich, wir sind hier unten. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich in den Keller? Also hier schon mal nicht. Öffne Tür. Ach du Scheiße, wie sieht denn hier aus, ey? Öffne Tür. Ah, guck an, hier geht's in den Keller. So, plötzlicher Sinneswandel, geh in den Keller. Opas Andenken, leere Truhe, besonderer Gegenstand finden. Bitte schalten Sie nicht das Licht ein. Ich kann auch so sehr gut sehen. Hier ist es feucht und dunkel, genau wie ich es mag. Und noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Gut, was suche ich denn jetzt? Mal im Ernst, ich habe keine Ahnung. Leere Truhe, ah hier. Truhe öffnen, ah ja. Drücke zum Interagieren. Momento, Trophäe erhalten, jawohl, sehr schön. Ich habe eine Trophäe, aber Moment. Die leere Truhe habe ich noch nicht gefunden. Was ist das eigentlich für ein Freak? Kommt der denn her? Hier müsste ja theoretisch noch eine leere Truhe sein. Sollen wir das hier mal aufräumen eben? Das ist ja alles Müll, ne? Kriegen wir dafür Geld? Nö. Naja gut, dann lassen wir es mal. Aber wo ist denn die leere Truhe? Okay. Nehmen. Ah. Okay, kann es sein, dass ich den ganzen Krempel hier rausnehmen muss? Damit die Truhe leer wird. Das ist ein Argument, ne? Könnte tatsächlich sein. Jawohl. Okay. Entschuldigung. Diese Truhe ist viel bequemer als das Bett. Ich glaube, ich möchte lieber hier schlafen. Keine Sorge, ich bezahle natürlich für das Zimmer. Ich hoffe, es macht Ihnen keine Umstände. Ach, das war der Gast. Wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Unser seltsamer Gast schläft in der Truhe und wir können Zimmer 103 an unseren neuen Gast vermieten. Das bedeutet doppelte Einnahmen. Ja gut, okay. Da bin ich dabei, ne? Da sind wir dabei. Okay, hier ist aber jede Menge massig Müll, ne?
Naja, gut, das lassen wir jetzt erstmal. Nee, da komme ich jetzt hier wieder hoch. Warte mal, wie war das jetzt mit dem Vermieten hier nochmal? Also wir müssen ja auch mal aufräumen, ne? Total, was? Totalabriss. Lobby. Mikrofonständer hinzufügen, E-Gitarre hinzufügen, Studiolampen hinzufügen, Videokamera hinzufügen. Okay. Sollten wir das hier nicht mal ein bisschen ordentlich machen? Ich frage jetzt nur mal für einen Freund. Ist mal im Ernst. Aber ist jetzt die Frage, ne? Kann ich das so machen? Warte mal, reparieren? Aha, guck an. Hier, Service Pro. Anforderung, Lobbyfunktion fertiggestellt. Ah, okay, alles klar. Ja, pass auf, dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann machen wir erstmal hier, ja, gucken uns die Sachen an, die wir da kaufen müssen. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Vielleicht. Ne, also das hier zum Beispiel ist ja Müll, ne, das kann ja weg. So, ne, die Zeitung und den ganzen Scheiß hier. Das kann man ja mal auf Seite räumen. So, und dann ballern wir mal die Teile hier hin, die hier hin sollen, und dann gucken wir mal, wie es hier ja, vonstatten geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren und bewerten. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.